April 2023. Es ist noch relativ frisch. Trotz alledem hat sich unser lieber Nick Linder, Apnoe-Profi seines Zeichens, es nicht nehmen lassen, uns nach Rheinbach zu begleiten, um hier ein paar Flossen, und zwar Apnoe-Flossen, zu testen. Nick, ganz kurz, hallo. Hallo. Welche Idee steht denn hinter diesem Flossentest? Ja, grundsätzlich geht es mal darum zu schauen, diese langen Flossen, die wir Apnoe-Taucher haben, ja, was bringen die wirklich für einen Vorteil auch gegenüber anderen Flossen? Und natürlich auch unter den Apnoe-Flossen zu schauen, welchen Unterschied macht jetzt, ob ich eine Plastikflosse habe, die es halt ab 100 Euro gibt, oder eine Fiberglasflosse, die etwas teurer ist, oder halt so eine super teure Carbonflosse, die man halt so ab 400, 500 Euro kaufen kann. Macht es so einen großen Unterschied? Lohnt sich diese Investition? Und ja, wie fühlt sich das Ganze eigentlich an? Genau. Und wir lassen ja nicht nur Gefühle hier sprechen, sondern tatsächlich auch Bilder. Und deswegen schwenken wir jetzt auf die Auswahl. Was haben wir denn hier? Also man sieht erstmal alles von der Firma Maris. Das heißt, Maris bietet alles an, oder? Genau. Maris hat letztlich Carbonflossen, Fiberglasflossen. Ganz kurz an dieser Stelle. Es ist keine Werbeveranstaltung, sondern tatsächlich das perfekte Beispiel halt, weil halt Maris gerade alles am Start hat. Nicht genau. Wahr? Genau. Absolut. Also in dem Fall habe ich jetzt gerade diese Flossen rausgenommen, weil es die in tatsächlich drei verschiedenen Ausführungen gibt oder gab. Es gibt die Racer als Plastikversion, es gibt die Carbon-Version, die Racer Apnea, und es gibt die Racer Matrix, die eine Carbon-Flosse ist. Lass uns doch vielleicht gleich mal Material, erkennt man sofort auf den ersten Blick. Also das Plastik würde ich mir noch zutrauen, dass ich sagen würde, okay, so ein Kunststoffpolymer ist erkennbar. Woran erkenne ich jetzt bei der den Materialmix? Also hier siehst du eigentlich das Ganze an dem fehlenden Carbon-Muster. Ja. Ne? Das heißt, hier im Vergleich siehst du, okay, das scheint jetzt kein Plastik zu sein. Also so erkläre ich mir das immer. Ich bin ja auch nicht so technisch der Profi. Ja? Und hier hast du so diese Carbon-Optik, ja, die versucht man natürlich auch nicht irgendwie zu überpinseln oder sonst was, weil die zeigt dir auch, wie hochwertig diese Flosse ist. Und letztlich erkennt man diese Carbon-Versionen immer an dieser Carbon-Optik, wobei man auch immer ein bisschen Acht geben muss, gerade so diese Verbundmaterialien, da kann es auch durchaus mal sein, dass sich hinter einer vielleicht reinrassig zu glaubenden Carbonflosse vielleicht doch auch eine Carbonfibermischung verbirgt. Meistens gibt so der Preis ein bisschen Aufschluss raus. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe auch schon mal in Ägypten vor 3 Wochen eine Fiberglasflosse der neuesten Maris-Generation anprobiert und habe keinen großen Unterschied zu meiner Carbon-Version gespürt. Ja. Was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite letztendlich auch traurig für den Hersteller, oder? Ja, ja, wobei man sagen muss, dass der Preisunterschied zwischen der Fiberglas- und der Carbon-Variante nicht ganz so groß war, wie es manchmal eben ist. Ja, also. Haltbarkeit, jetzt vielleicht zu den Materialien, ja. Wie schaut es da aus? Also im Übrigen, der liebe Nick hat natürlich auch aktuell ein Artikel, genau diese Flossenblatt-Unterschiede und Flossenblatt-Einsatz, Zwecke und Sinn und Sinnlosigkeiten in der aktuellen Tauchen veröffentlicht. Wer nicht gerne Videos schaut, kann es gerne bei uns im Heft nachlesen, was wir jetzt hier kommunizieren. Trotz alledem, wir sind im Video. Tatsächlich Material, Haltbarkeit, deine Erfahrung bis jetzt? Ja, also man sagt immer diesen Carbonflossen nach, dass sie sehr empfindlich sind. Und ich muss sagen, ich habe das in all den Jahren, wo ich Apnoe tauche, und das sind jetzt fast 20 Jahre, diese Erfahrung nie gemacht. Also bei mir haben die Carbonflossen immer sehr, sehr lange gehalten und es ist dann eher mal ein Plastikblatt eingerissen. Mhm. Also die Carbonflossen kann ich nicht bestätigen, dass sie schneller kaputt gehen. Das ist, weil du so ein umgänglicher Mensch wahrscheinlich bist, der sein Material hegt und pflegt, nicht wahr? Nee, eigentlich eher sogar weniger. Also ich habe sogar die erste Zeit, habe ich diese Flossen, die man ja auch, werde ich euch auch gleich zeigen, auseinandernehmen kann, habe ich die immer, weil ich zu faul war, ja, die quasi so in meinen Reisekoffer reingepackt. Und auch das haben die ganz gut überstanden. Und dadurch, dass ich irgendwann nicht mehr für meine Flossen bezahlen musste, bin ich auch nicht mehr ganz so pfleglich umgegangen damit. Also ich bin eher das schlechte Beispiel. Ja. Sehr gut. Also tatsächlich, was dich an Carbonflossen überlebt, also als Carbonflosse, wer dich als Carbonflosse überlebt, kann tatsächlich was. Wie lange hast du die jetzt beispielsweise im Gebrauch?
Die hier, die Racer Matrix, die habe ich, glaube ich, schon seit 6 Jahren. Gut, dafür lebt sie noch. Ja. Schaut nicht schlecht aus. Nur ein bisschen verkratzt und so, aber ja. Was ist jetzt, wenn sie gerade hier liegen, was ist jetzt der preisliche Unterschied zwischen den 3 Kategorien, die wir uns vor uns sehen? Kannst du es ungefähr Pi mal Daumen sagen? Pi mal Daumen kann ich sagen, ja. Also die Racer, die ist immer noch erhältlich. Meine ich, liegt UVP bei 119. Was relativ günstig ist, würde ich jetzt mal. Absolut. Ja, also auch eine super Einstiegsflosse. Gibt es auch in 2 unterschiedlichen Härten. Das hier ist die etwas weichere Version. Ich würde immer zu den etwas weicheren Versionen grundsätzlich raten. Mhm. Dann haben wir hier die Racer Apnea. Das ist eine Fiberglas-Flosse. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die wurde durch die X-Wing ersetzt. Die gibt es so gar nicht mehr. Die lag aber bei 300 Euro. Mhm. Und die Racer Matrix, die jetzt auch durch die neue Carbonflosse dann demnächst ersetzt wird, liegt bei etwas über 400, soweit ich mich erinnere. Ja. Gut, dann haben wir jetzt erstmal preislich das einschätzen können. Jetzt hast du gesagt, die Flossen kann man auseinandernehmen. Natürlich sind die zum Reisen in der Länge, Apnoe-Flossen, alles andere als praktisch. Deswegen sind die Hersteller auch dazu übergegangen und haben gesagt, Jungs, bevor ihr uns gar nicht kauft, lassen wir uns was einfallen. Was hat man sich denn beispielsweise bei Maris einfallen lassen? Also man denkt immer so, naja gut, wenn ich ja das Flossenblatt wechseln kann, dann bin ich da ein bisschen modularer aufgestellt. Ich könnte vielleicht dann irgendwann auch mal neue Blätter dazu nehmen. Ich würde gar nicht sagen, dass das der große Vorteil ist, weil das Fußteil an sich gar nicht so teuer ist. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich trainiere zu Hause, dann würde ich aus meiner eigenen Perspektive wahrscheinlich eher sagen, da nehme ich 2 komplette Flossenpaare, ja, um das nicht dauernd umschrauben zu müssen, weil es doch einen kleinen Aufwand bedeutet. Ja. Der Vorteil ist aber natürlich, wenn mal das Flossenblatt kaputt geht, ich kann die Flossenblätter einzeln nachbestellen. Was kostet ein Flossenblatt beispielsweise? Das kommt auch wieder aufs Material an. Ne. Das liegt immer so im Verhältnis zum Gesamtpreis der Flosse. Also ich glaube, Fußteil ist so ungefähr bei 50 Euro. Mhm. Und das Flossenblatt dementsprechend. Dann auf, ja. Genau. Man hat hier den Vorteil, dass man dieses Teil dann hier, diese Clips abnehmen kann. Und dann kann man das Ding hier relativ einfach nach unten ziehen. Ja. Und muss es tatsächlich aber auf der anderen Seite, weil ich es gerade sehe, noch abschrauben. Genau. Und hier unten haben wir die Schrauben, da macht man es auf. Dann hat man hier das Gegenstück dazu. Ja. Und dann kann man die Flosse relativ einfach rausziehen, ein anderes Flossenblatt reinziehen und dann wieder dran machen. Ich würde sagen, so für die Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben, ist ein wirklich ganz wichtige Information, ist, wie man nachher, wenn dieses Flossenblatt, das geht relativ einfach raus und das Blatt kann man auch relativ einfach reinsetzen, kann manchmal natürlich auch ein bisschen verschmutzt sein. Ja, zu Corona-Zeiten ist alles verschmutzt. Genau, da kriegt man das aber ganz gut wieder rein. Nur dann muss man aufpassen, wenn man dann anfängt, das hier irgendwie versucht so reinzuzuzeln, das geht sehr schwer. Das heißt, man sollte dann das Teil wirklich so nach unten und dann geht das, bildet es halt so eine Wulst, wo es dann relativ einfach reingeht. Und oben, wo es dann wieder ein bisschen dünner wird, da kann man es dann wieder ein bisschen auseinanderziehen. Aber gerade hier unten hat man sonst keine Chance. Und dann geht es recht simpel da wieder in diese Fuge. Gilt das generell für alle Wechselblattflossen? Oder das ist unterschiedlich. Jetzt? Also ich weiß, dass zum Beispiel auch Cressy so ein modulares System hat. Da ist es ähnlich. Die neuen Maris-Flossen, die haben den Vorteil, dass sie nicht ganz so weit runtergehen. Mhm. Ja, denn es setzt schon auch mit der Zeit, das ist bei den meisten Flossen, die so lange Rails haben, kann doch auch so eine gewisse Ermüdung einsetzen. Wenn die das oft genug macht, dann kann es eben sein, dass diese Rail auch mal rausgeht. Ja. Ja, und dann sieht es halt, hat man hier immer so eine Lücke. Unpraktisch. Unpraktisch und sieht auch nicht gut aus. Ja, abgesehen davon, ja. Also letztendlich sagst du, das ist gar nicht so sehr wegen der Reiseoption gedacht, dass die Flosse kleiner wird, sondern tatsächlich eher mehr, wenn mal was defekt ist oder man auf ein anderes Blatt umsteigen möchte. Ja, sowohl als auch. Also ich finde schon auch für die Reise, also ich tue die mittlerweile auch fast immer auseinander machen, weil es natürlich dieses Knicken, was ich früher immer gemacht habe, schon auch eine gewisse Belastung fürs Material ist. Und je öfters man das macht, umso einfacher fällt dann das Ganze dann natürlich auch. Ne? So, das war jetzt mal fast so eine kleine Material- bzw. Produktschulung. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes gehen wir ins Wasser. Ja. Und da werden wir die Flossen mal auf Antritt
Mhm. Ja, einfach mal schauen, Mensch, wenn wir jetzt zweimal richtig kräftige Kicks geben, wie ist der Antritt? Was macht den Unterschied? Wie viele Kicks brauche ich pro Bahn, wenn ich versuche, mhm, relativ gleichmäßig zu schlagen? Vielleicht werden wir auch die mal in unterschiedlichen Amplituden ausprobieren. Mhm. Ja, das heißt, wir machen mal groß, wir machen mal klein, wir machen mal die vermeintlich optimale Amplitude. Wir werden sie mal auf die Wände testen, weil die langen Flossen bieten immer sehr viel Wasserwiderstand. Das schauen wir, ob das einen Unterschied macht, ob wir das mit der wenig flexiblen Plastikflosse machen und im Vergleich zur softeren Carbonflosse, ob sich da was verändert. Und dann geht es natürlich auch, und da sind wir Freediver ganz gut, in das subjektive Gefühl, denn wir sind ja beim Tauchen wirklich in einem kontinuierlichen Scan-Prozess, wo wir uns selber wahrnehmen. Wir spüren, ja. Genau. Es ist für uns weniger wichtig, die Fakten, wie fühlt sich die Flosse für uns an. Ja, da haben wir es doch. Und an dieser Stelle können wir nochmal sagen, wie gesagt, es ist keine pauschale Mares-Werbeveranstaltung, sondern tatsächlich eine Material-Test-Geschichte. Absolut, absolut. Also gut, stellvertretend natürlich Carbon für alle Carbonflossen und Fiber für alle Fiberflossen und Plastik für alle Plastikflossen. So, prinzipiell grundsätzlich stellt sich mir noch die Frage, wenn ich ein kleiner oder ein großer Taucher bin, gibt es unterschiedlich lange Flossenblätter? Macht das Sinn? Ergibt das Sinn? Selbstverständlich. Man muss sich vorstellen, ich bin jetzt 1,94 groß. Jemand, der 1,50 Meter groß ist, der hat zwar mittlerweile den großen Vorteil, dass die Fußteile, mhm, auch in kleinen Größen gibt. Also gibt es jetzt mittlerweile auch bei den meisten Herstellern schon ab Größe 36, ja, sodass auch schmale, kurze, kleine Füße da sehr, sehr gut reinpassen, was vor allem auch den Mädels entgegenkommt, die oftmals etwas kleinere Füße haben, wie wir groben Jungs. Aber bei einem 1,50 Meter Körpergröße war es natürlich immer so, dass die gleichen Flossen hatten wie jemand, der sehr groß, mhm, ist. Ja. Und deswegen gibt es mittlerweile bei einigen Herstellern diese Flosse auch in einer etwas kürzeren Version, okay, sowohl für kleinere Menschen, mhm, als auch, um es natürlich auch leichter ins Gepäck zu bringen. Genau, ja, gut. Ja, mein lieber Nick, dann danke ich dir für den ersten Teil. Der zweite Teil findet im Wasser statt. Das werden wir auch mit Video begleiten. Ob du dann zu Wort kommst, das weiß ich eher nicht, weil du bist nämlich Apnoe unterwegs. Aber ein paar Kommentare werden wir uns sicher noch anfangen. Wie gesagt, nachlesen in der aktuellen Tauchen. Und ansonsten, lass uns reingehen, es ist kalt. Frisch, ne? Ja. Selbst für ein Eistaucher. Und da haben wir unseren Nick direkt nach dem Test, und zwar nach dem letzten Durchgang. Nick, wir haben jetzt drei verschiedene Flossenarten, beziehungsweise drei verschiedene Flossenblätter getestet, beziehungsweise du hast sie getestet. Bist Bahn geschwommen, hast Bahn gezogen, hast darauf geachtet, wie der Vortrieb ist, hast darauf geachtet, wie sie sich an der Wende verhalten, hast hineingespürt, wie wir es vorhin erfahren haben. Genau. So, jetzt habe ich genug geredet. Gibt es ein Fazit deinerseits? Ja, also es ist erstaunlich, wie gut eigentlich die Plastikflossen letztlich mithalten können. Ja, ich habe so Übungen gemacht wie Antritt. Also zwei kräftige Flossenschläge, schauen, wie weit man gleitet. Da hat man so das Gefühl, Mensch, die harten Flossen, die müssten doch mehr Vortrieb generieren, ja, auf so einer wuchtigen, mit so einer wuchtigen Übung. Da waren die Carbonflossen besser, etwas besser, und die Plastikflossen waren aber auch ganz gut, und die Fiberglasflossen ein klitzekleines bisschen besser als die Plastik, aber deutlich schlechter auch als die Carbonflossen. Ja. Geschwindigkeit war ein interessanter Test, das habe ich einfach mal so ausprobiert, wie schnell bin ich auf einer 25 Meter Bahn, wenn ich richtig Gas gebe. Und da waren alle drei gleich gut. Also das der Gasgeber war halt genial, oder? Der war halt genial. Also, ich habe über 15 Sekunden gebraucht pro Bahn, egal ob Plastik, Fiber oder Carbon. Aber was eigentlich interessant dran war, war, dass ich nach diesem Geschwindigkeitstest noch viel stärker
gemerkt habe, wie anstrengend es ist, mit den unterschiedlichen Flossenblättern zu tauchen. Und ich habe auch mal eine Strecke von 50 Metern gemacht, um zu schauen, wie belastend ist das Plastikflossenblatt im Vergleich zum Carbonflossenblatt, im Vergleich zum Fiberflossenblatt. Und ich kann es, also mein Eindruck ist letztlich der, dass der Unterschied zwischen Carbon und Plastik doch ein etwas größerer ist. Inwiefern? Dass einfach die Kraft, die du verwenden musst, um gut voranzukommen, ist mit Carbon wirklich ja, beispiellos. Also so gut kommst du da mit Plastik nicht dran. Ja? Also das ist tatsächlich eine bessere Material- bzw. genau. Energieübertragung wahrscheinlich ja. Dann vom Antrieb richtig. Bis zum Endausführen. Ja, genau. Und ich muss aber sagen, dass jetzt im Vergleich die Fiberglasflosse doch ein ganzes Stück schlechter war als die Carbon. Das heißt, Plastik war besser als erwartet, Fiber ein bisschen schlechter als erwartet und Carbon tatsächlich doch nochmal eine Spur besser. Du hattest die Flossen natürlich auch, das haben wir vorhin gesehen, beziehungsweise habe ich vorhin gesehen, ein bisschen oft. Du hattest die Flossen auch im direkten Vergleich. Du hattest einmal die eine Flosse an der einen, die andere Flosse ja. An der anderen Bein. Darauf beruhen jetzt natürlich auch deine Ergebnisse. Ja. Wenn wir jetzt einen Blindtest machen würden, würdest du merken, welche Flosse wo ist? Ja, würde ich glaube ich merken. Lass uns das ausprobieren. Okay.